Jo, liebe Leute, wir fahren jetzt mal mit dem Porsche Cayman ein Rennen im Rahmen des Builders Cup auf der Suzuka-Strecke. Inzwischen habe ich mein Force Feedback so weit eingestellt, dass ich damit ganz zufrieden bin. Und das macht einfach unheimlich Spaß. Diese ganze Geschichte, dass wir das Auto aufleveln müssen, das fetzt irgendwie. Der 5,8 Kilometer lange Suzuka Circuit hat sich nicht groß verändert, seit der 1962 als Teststrecke für Honda gebaut wurde. So, Schwierigkeit lasse ich erstmal so. Ich habe halt das Problem, dass mir ab und zu wirklich, vielleicht zwar einmal pro zwei Stunden oder so, das Lenkrad disconnected noch. Und deshalb kann ich noch nicht auf Expertenregeln gehen. Ich brauche das Zurückspulen. Schade, dass man das hier nicht noch individuell anstellen kann. Weil ich hätte schon gerne Schäden an. Na, lassen wir es erstmal so. Und Einstellungen. Also kein unterstütztes Bremsen, kein unterstütztes Lenken. Und manuelle Schaltung inzwischen. So, dann fahren wir erstmal Trainingsrunde. Und was ich cool finde, man kann sich so Hilfen einschalten, die so eigentlich eher für die Barrierefreiheit gedacht sind. Aber ich lasse mir zum Beispiel die Kurven immer ansagen. Dann kann ich nämlich viel eher nachher auch von der ollen Ideallinie weg. Von dieser angezeigten, weil die stört mich schon deutlich. Aber man muss die Strecken erstmal ein bisschen lernen. Also ich, bevor ich die komplett wegnehmen kann hier die... Oh, ich habe den Sound ein bisschen leise. Jetzt. Oh, ist mega geil, macht das Spaß, ja? Rechte Haarnadel lang. Links 3 in rechts 3 lang. Vorsicht! Links 3 in links 4. Ich habe den jetzt ein bisschen umgetuned, muss ich mich erst dran gewöhnen. Ich habe jetzt schon drei Reifen, andere Mischung. Rechts 3 in rechts 1. Querlenker drin, Federung. Rechts 4 in linker Haarnadel. Da hat's viel zu viel gebremst. Okay, die Haarnadelkurve ist ätzend. Rechte Haarnadel lang. Das ist eigentlich eine Vollgaskurve. Linke Haarnadel lang. Oh, kurz Kontrolle verloren. Also Suzuka ist auch eine echt geile Strecke, finde ich. Die macht richtig Spaß. Links 4 in links 6. Rechts 1 in links 2. Rechts 4 lang. Oh, das Force Feedback ist geil. Du merkst, also ich merke sofort, wenn er hinten weg will. Das ist richtig geil gemacht. Ich habe halt so ein Moser. Dieses Moser GS Wheel auf einer R5 Base, also noch relativ wenig Kraft.
Und Gas gebe ich mit meinen Logitech Ruderpedalen. Das geht aber richtig geil. Trotzdem aufpassen, dass man hier nicht rauskommt. Kann zwar Vollgas geben, aber es kann trotzdem in die Hose gehen. Linke Haarnadel lang. Links 6 lang. Schikane. Das war jetzt die zweite, glaube ich, ne? Das ist eine ziemlich lange Strecke. Da reichen jetzt, glaube ich, 2 Trainingsrunden, um das abzuschließen. Ja. Kann man beenden? Kann man also ins Rennen gehen? Die Grafik ist einfach der Hammer, das Feeling ist einfach Hammer. Und für mich ist es exakt die richtige Mischung aus Simulation und ja, ein bisschen Arcade-lastig noch. Also ist nicht zu fordernd, finde ich. Ist für mich genau der richtige Schwierigkeitsgrad als Casual Racer. Und was ich allerdings nicht hinbekommen habe, ist über die ganz normale Ingame-Steuerung, also über die ganz normale Ingame-Bindung, ja, mein Lenkrad so einzustellen, dass ich hier die Menüs bedienen kann. Da benutze ich jetzt sogar auch X's und O's, ja? Dass ich auch mit dem Lenkrad hier diese Menüs und so alles bedienen kann. Jetzt habe ich X's und O's schon für den Flugsimulator, für DCS World und für Forza. So, ab zum Rennen. Wie viele Runden müssen wir fahren? Wir fahren... Was steht denn das? Steht hier gar nicht. Ich glaube, wir haben gar nicht so viele Runden. Ja, wir starten mal trotzdem von Platz 12. Das macht schon Spaß, wenn man ein paar Autos vor sich hat und überholen muss. Ich fahre lieber kurze, aggressive Rennen als lange Ausdauerrennen irgendwie hier. So, es sind, glaube ich, nur 4 Runden. Was halt eine lange Strecke ist. Die anderen Rennen waren jetzt immer schon 6 Runden lang. Das ist jetzt ja am Anfang immer schon ein tierisches Chaos, ja? Ach! Schwalter Ede! Hat er mich weggeschubst. Also ich glaube jetzt nicht, dass das meine Schuld war. Geh weg! Nee, wartet mal. Das gefällt mir natürlich nicht. Also ich bin jetzt mal gleichzeitig Schiedsrichter und sage, das war definitiv nicht meine Schuld. Also machen wir nochmal Rennen neu starten. Diese Säcke, ja, die sind ganz schön aggressiv, finde ich. Ich habe hier auch keine, ich sag mal, getrennte Einstellung zwischen Skill-Level der Gegner und Aggressivität gefunden. Ich habe vielleicht auch viel zu früh gebremst, aber das ist halt da, das ist einfach eng an der ersten Kurve. Könnten sie den nicht breiter machen? Dass wir alle rumpassen?
Das war der Schwarze hier links neben mir. Der war das, glaube ich. Oh, schlechter Start. Rechte Haarnadel lang. Ja, ich muss hier eher auf safe jetzt fahren, ne? Aber die machen wirklich dann auch dicht, die Säcke. Links. Guck dir das an, ey. Links 3 in rechts 3 lang. Ah, das ist gefährlich. Der hätte mich jetzt wieder schön rausdrehen können, ne? Sag mal, das ist doch nicht normal! Links 3 in links 4. Das ist doch nicht meine Schuld! Sag mal, spinnt ihr alle! Hör doch mal auf! Der hat links alle Platz der Welt gehabt, ja? Ich komme total durcheinander, wo wir eigentlich sind! Ja, ey! Jetzt irgendwas da oben mich verklickt. Wollte eigentlich schalten, was natürlich nicht geklappt hat. So, Finger am falschen Knopf gehabt. Rechts 4 in linker Haarnadel. Oh, ist der wieder vorbeigekackert, ja? Nein, das hätte ich jetzt auch immer. Das hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Rechte Haarnadel. Oh. Da hat er einfach kein Gas gegeben. Damit rechnet man ja auch nicht unbedingt. Ich rutsche, ich rutsche, ich rutsche, ich rutsche. Vorsicht, Entschuldigung. Dammit. Links 6 lang. Ich war schon in einer anderen Kurve, dachte, in meinen Gedanken. Aber wir waren noch gar nicht so weit. Ganz schön in Schleudern gekommen. So, jetzt in der Kurve war ich schon gedanklich eigentlich. Die ist nämlich ein bisschen schneller. Okay, Schikane, da werden wir mal jetzt nicht rein. Latzamatzda, da ist der Schwarze, der mich vorhin so bedrängt hat. Bremsen aber auch sehr früh, ja? Was machst du hier? Der schleicht sich jetzt ein. Links 3 in rechts 3. Links 3 in rechts 3 lang. Ist vielleicht wirklich zu einfach, der Schwierigkeitsgrad, ne? Dann fahren sie halt teilweise auch sehr langsam. Könnt das wahrscheinlich schon auf den nächsten Stellen, auf Stufe 3 oder so. Oh, Junge. Er schleicht sich wirklich ein hier. Bleib drinnen! Linke Haarnadel lang. Ah, zu viel gebremst. Links 6 lang. Links 6. Rechts 1 in links 2.
das war knapp. Oh, das war ich jetzt aber nicht. Ich habe dich nicht rausgeschubst, mein Freund. Ja, ich glaube, ich kann den Schwierigkeitsgrad schon ein klein bisschen hochstellen. Rechte Haarnadel lang. Links 3 in rechts 3. Links 3 in rechts 3 lang. Der Abschnitt hier ist so geil. Und die Geräusche, wenn man über die Curbs fährt, ja, das klingt, als ob das ganze Auto auseinanderfällt. Links 3 in links 4. Zu doll gelenkt. Ah, nicht rauskommen. Ah, das Force Feedback ist so geil. Linke Haarnadel lang. Links 6 lang. Manuell schalten macht auch deutlich mehr Spaß als mit Automatik. Ja? Man kann in den Kurven schön den Gang halten, mit ein bisschen Gas fahren. Links 3 in rechts 3. Links 3 in rechts 3. Und das Force Feedback, das ist so herrlich. Vorsicht, 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 Vorsicht. Links 3 in links 4. Rechts 3, rechts 1. Rechts 3 in rechts 1. Nein, 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 Vorsicht. Ah, zu früh geschaltet. Nicht die Kontrolle verlieren. Rechts 4 in linke Haarnadel. Einfach sauber nach Hause fahren. Rechte Haarnadel lang. Linke Haarnadel lang. Ja, ich habe fast eine halbe Runde Vorsprung, ja. Links 4 in links 6. Ich gehe dann auf Schwierigkeit 3 langsam. Da habe ich zu doll gelenkt, da ist das Heck weggebrochen. Aber das war jetzt übertrieben doll gebremst.
Das Force Feedback ist einfach genial. Sind wir durch? Ja, wir sind durch. Yippie! Gut gefahren. P1. So. Stufe 14. Lampschenker. Ich habe aber immer noch nicht wirklich rausgefunden, was einem das Player-Level bringt, ehrlich gesagt. Und damit irgendwelche Sachen freischaltet. So, Fahrzeugstufe. Oh, Nockenwelle haben wir schon mal. Turbos habe ich, glaube ich, auch schon freigeschaltet für den Porsche. Wir können ja mal wieder reingucken ins Tuningsding. 800 Punkte. Aber wir sind jetzt... Ah, ich sehe gerade was. Wir können ja wirklich bis 800 hochgehen. In dem Rennen hier. In dem Cup. Da können wir noch ein bisschen was tunen. Ich sag mal so gut wie alles jetzt drin, was auf... Handling geht, mehr oder weniger. Bremsen, haben wir da noch bessere? Da haben wir noch was. Rennbremsen. Punkte. Nee, eigentlich komme ich mit den Bremsen ganz gut klar. Das lassen wir mal kurz. Reifen habe ich schon. Was? Antrieb. Umbauten. Guck mal, Stufe 50. Da kann ich dann wahrscheinlich auf Allrad umwechseln. Dann gehen wir mal jetzt ein bisschen auf Power hier. Halt, wo waren Federungen und sowas? Da ist Federung, habe ich schon. Habe ich da Sport oder Rennen? Alles andere ist nur Drift, glaube ich. Alles ist nur Drift. So, Nockenwelle. Dann gucken wir mal rein. Wir wollen gleich 600 Punkte. Nochmal mehr Bums. Ventile. Sportventile, Rennventile. Na los, dann haben wir alle Punkte verbraucht. Und fertig. So. Weiter? Was haben wir denn jetzt? Mugello. Oder Mugello. Gott, ey, die kann ich mich auch gerade nicht dran erinnern. Aber viele Strecken, die kommen dann so langsam wieder ins Gedächtnis, wenn ich so gefahren bin, eine Runde oder so. Es ist okay, wenn du nicht sofort an einem Auto vorbeikommst. Hab Geduld. Studiere die Rennlinie des Konkurrenten und leg dir eine Taktik zurecht, um ihn zu überholen. Pappalapapp. Nichts hier mit Geduld. Geduld ist eine Tugend. Ne? Die steht nicht so sehr in meinem Rezeptebuch drin. Oh, wir fahren mal. Fahren mal Training. Ja. Stopp. Easy peasy. Das ist auch, wenn man aus der Pause kommt, ist das Force Feedback ganz kurz nicht an. Das hat einen ganz kleinen Lag in der Aktualisierung, also in der Initialisierung. Das muss man ganz klar aufpassen, wenn man zwischendurch Pause macht. Also zumindest ich hier in meiner Konfiguration. Hinter mir ist schon einer, guck mal an. Rechte Haarnadel lang. Ah, ich hab wieder die falsche Taste! Links 2 in rechts 1. Statt schalten habe ich wieder irgendwas anderes eingeschaltet hier.
3 in rechts 3. Erschalten. Ah, jetzt kommt's langsam. Jetzt kommt's langsam. Jetzt erinnere ich mich. Das hier ist eine geile Kurvenkombi. Rechts 4 in rechts 4. Schleudern, 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 schleudern. Linke Haarnadel lang. Schleudern. Riecht weg. Kommt wieder die geile Kurve, also die geile Kombi. Die finde ich cool hier. Rechts 4 in rechts 4. Zweiter Gang ist nicht notwendig unbedingt. Rechte Haarnadel lang. Ah, hier kann man einen zweiten Gang nehmen. Links 4 in rechts 4. Linke Haarnadel lang. Nein, schon wieder gerutscht. Schon wieder gerutscht. Oh, deutlich schneller, ne? Als eben. Deutlich besser die Runde. Rechte Haarnadel lang. In rechts 1. Links 3 in rechts 3. Ey, komm jetzt nicht hier rein. Was mache ich denn hier? Da habe ich jetzt viel zu viel geschalten. Rechts 4 in rechts 4.
1 in links 2. Rechte Haarnadel lang. Yes. Ah, ist schlechter als vorhin. Aber es reicht, dann fahren wir gleich das Rennen. Und dann haben wir den Cup, glaube ich, abgeschlossen. Ist, glaube ich, schon das sechste. So, na das wird lustig in der ersten Kurve, ja? Rechte Haarnadel lang. Links 2 in rechts 1. Kommt jetzt nicht alle immer. Ja, in die Kurve rein, das wusste ich nämlich. Die sind knallhart, ja? Nein, rechts frei. Manchmal, wenn die von der Strecke abkommen und dann zur Strecke zurückkommen, schießen die so richtig rauf auf die Strecke. Das wird nichts, das wird nichts. Oh, nicht so weit raus, da ist einer. Ah, oh, ich hab diesmal wirklich statt gebremst Gas gegeben, ja. Oh, 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 oh. Da bin ich ein bisschen ins Schleudern gekommen. Ah, das wird nicht schwer, das wird nicht schwer, das wird nicht schwer, das wird nicht schwer, der macht zu. Oh, du übertreibst es aber mit Bremsen, sorry. Links 2 in rechts 1. Links 3 in rechts 3. Oh! Ich bin geholpert über die Bumper. Über die. Nein, ihr wisst schon was. Über die Curbs. Rechts 3 in links 3. Habe ich eine Zeitstrafe bekommen? Rechts 4 in rechts 4.
das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht. Das reicht. Rechte Haarnadel lang. Links 4 in rechts 4. Linke Haarnadel lang. Geschalten. Drei noch. Rechte Haarnadel lang. Ah, die fahren schon jetzt deutlich anders auf Stufe 3, ja? Links 2 in rechts 1. Sorry. Lässt mich nicht vorbei. Kontrolle verloren. Rechts 4 in rechts 4. Nein! Alter! Bleib jetzt da drin. No, no, no. Huh. Rechte Haarnadel lang. Links 4 in rechts 4. Linke Haarnadel lang. Oh, fast von der Strecke abgekommen, ja. Oh, das wird knapp, die noch einzuholen da vorne. Ah, hier auf der Geraden kann ich richtig gut machen. Das war jetzt totaler Scheiß gefahren. Links 3 in rechts 3. Hier fahren sie in der Regel ziemlich langsam, obwohl. Und ich komme außer. Oh, Robert, Kontrolle. Rechts 3 in links 3. Bleib drinnen jetzt. Ich überhole dich gerade. Du kleiner Hosenscheißer. Er lässt mich nicht vorbei, ja? Yes! Das war gut. Rechte Haarnadel lang. Nee, nee. Das wird nichts. Linke Haarnadel lang. Muss ich jetzt auf der Geraden holen.
Oh mein Gott, ey. Da wollte ich zu viel. Komm, eine Runde haben wir noch. Komm, am besten noch vor der Kurve. Das wird aber knapp. Rechte Haarnadel lang. Ist er neben mir? Nee, ich glaube, er ist hinter mir. Ich glaube, er ist hinter mir, Nach Hause fahren, einfach nach Hause fahren. Links 3 in rechts 3. Oh, auf der Curb gerutscht. Wenn man so über die Curb fährt, ja, habe ich vorhin, glaube ich, schon gesagt, ne? Ey, das klappert, als ob das Auto auseinanderfällt, ja? Oh, ich verliere jetzt langsam die Konzentration, ich muss aufpassen. Rechts 4 in rechts 4. Safe nach Hause fahren. Der ist schon wieder hinten dran, der Sack. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, überholt er mich. Komm, ziel gerade, kein Fehler jetzt. Er will rutschen, ich merk's. Kommt. Ja, ist der bessere Schwierigkeitsgrad für mich. Da ist schon ein bisschen mehr Spannung drin auch. Hurray! Wir sind auf P1 gelandet. Jo, sind wir. Wir vor allen Dingen. Und Konstrukteur gewonnen. Build for Sport. Nintendo. Stufe 16. Oh, das hat schön gescheppert in der Kasse. Und Auto. Power Tour wurde freigeschaltet. Hubraum. Ah. Credits. Für Fahrerstufe. Achso, okay. Wir gehen mal ins Menü. Oder? Nee, wir gehen mal ins... Wir gucken mal ganz kurz, was die nächsten Serien wären. Das haben wir abgeschlossen. Dann würde kommen... Superlimousinen. Premium-Leistung und dann... Modern Reward Showcase. Okay. Was wäre super... Superlimousinen. Was kann man da nehmen? Seit über einem Jahrhundert ist Deutschland das Zentrum modernster Automobiltechnik. Gleich drei Elite-Performance-Marken bauen hier ihre besten Sportlimousinen. BMW seine M-Serie, Audi seine RS-Serie und Mercedes-Benz seine AMGs. Alle diese Wagen überzeugen mit einer Performance, die einst den besten Supercars vorbehalten war und bieten dem Fahrer handgefertigte Luxusinterieurs. Dieser Luxus wird jedoch bald über Bord geworfen, denn wir optimieren die Wagen mit nur zwei Zielen im Sinn. Enorme Geschwindigkeit und ultrapräzises Handling. Mhm.
Was kann man denn hier nehmen? Ein Audi RS wäre ja auch cool. Au. Der 8er gar nicht drin? Der RS8? Oder der RS8 wäre schon eine Klasse zu hoch. Das kann auch sein. BMW? Ja, bei BMW gefällt mir die Front momentan gar nicht von der Serie. Fünfer, Mercedes, ja. Würde ich den Audi fahren, glaube ich. Komm, wir kaufen uns mal den Audi. Kaufen. Was ist denn das für eine Farbe? Eigentlich sieht das heller aus, aber das ist, glaube ich, so Metallic. Und das ist ein richtiges Weiß. Das ist so ein Pearl Metallic. Nee, Weiß. Wir nehmen Weiß. Kaufen. Wir haben auch, glaube ich, noch nicht, oder ich habe noch nicht ins Lackierungs-Hub irgendwie reingeguckt. Das kann man auch mal kurz machen. Kialami-Strecke. Nee, wir gehen mal zurück. Wir gehen mal irgendwie in die Lackierungen rein. Ob es schon ein paar coole gibt zum Runterladen. So, Autos. Dann Design und Farbe. Autos sind ein Spiegelbild ihres Fahrers. Hebe dich vom Rest des Feldes ab, indem du die Optik deines Autos vor dem nächsten Rennen mit einer neuen Lackierung, einer frischen Vinylfolie oder individuellen Aufklebern anpasst. Jo. Wir gucken mal. Designs finden, ob es was Cooles gibt. Ach, was geht da schon los hier? Ja, aber noch nicht viel, ne? Also ist ja auch gerade erst frisch draußen das Spiel, aber. Also richtig ist keine bei, die mir jetzt irgendwie gefällt. Wenn das zum Beispiel orange wäre, wäre das schon mal was anderes. Ich bleib erstmal bei weiß. Jo. Wir machen auch erstmal ein Päuschen, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig fürs Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch für immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.